Malen mit Scratch. Das Zeichnen eines Mandala. In diesem Programm wollen wir uns von Scratch ein schönes Muster wie ein kleines Mandala malen lassen. Wir benötigen dazu die Befehle aus der Kategorie Malstift und eine Figur, die das Zeichnen für uns übernimmt. Das Ganze könnte dann ungefähr so aussehen. Unsere Figur bewegt sich auf der Bühne spiralförmig und hinterlässt auf ihrem Weg bunte Linien. Damit die Figur nicht so wie standardmäßig in der Objektmitte zeichnet, sondern bei der Stiftspitze, muss ich das Kostüm der Figur überarbeiten. Ich wechsle in das Register Kostüme und ziehe die Figur im Malprogramm mit der Stiftspitze auf das Zentrum des Malprogramms. Damit wird das Zeichnen über diesen Punkt jetzt auch an der Stiftspitze ausgeführt. Dieses Programm startet mit einem Klick auf die grüne Flagge. Dieser erste Befehl, wische Malspuren weg, bewirkt, dass alle vorangegangenen Zeichenversuche auf der Bühne gesäubert werden. Anschließend setzen wir die Größe unserer Figur mit 15% fest, damit der Stift nicht zu groß ist. Die Stiftdicke setzen wir auf 2 Bildpunkte und schalten danach den Stift aus. Das heißt, dass Bewegungen zu Beginn nicht gezeichnet werden. Wir haben dann die Schleife wiederhole fortlaufend für das unendliche Wiederholen des Zeichenvorganges. Danach setzen wir für unsere Figur den Malstift, die Startposition mit X ist 0, Y ist 0 auf die Bühnenmitte. Danach legen wir den Wert unserer Variablen Winkel mit 1 fest. Die Stiftfarbe soll jedes Mal per Zufallszahl ermittelt werden. Nun schalten wir den Stift ein, damit auch die Bewegung mitgezeichnet wird. Die folgende Bewegung der Figur wiederholen wir in einer Schleife 250 Mal, damit eine schöne Spirale entsteht. Die Spiralbewegung erreichen wir mit den Bewegungsbefehlen Gehe Dreierschritt und Drehe dich um den Wert der Variablen Winkel, Grad. Anschließend verändern wir den Winkel um 0,04, wobei das Komma mit einem Punkt eingetragen werden muss. Nach den 250 Schleifendurchläufen schalten wir den Stift wieder aus und die wiederhole fortlaufend Schleife wird neu gestartet. Der Zeichenstift wird wieder auf die Bühnenmitte gesetzt und das Zeichnen mit einer neuen Malfarbe begonnen. Sie sehen also, dass die Malbefehle in Scratch relativ einfach sind. Man kann aber in Verbindung mit Variablen, Schleifen und Bedingungsüberprüfungen ganz tolle Ergebnisse erzielen.